Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Crusader Kings 3. Ich habe euch ja das letzte Mal mit einem massiven Cliffhanger im Stich gelassen und der soll sich nun heute hoffentlich auflösen. Eigentlich waren es sogar zwei Cliffhanger. Einerseits, ihr seht's, wir sind hier momentan leider nur zu zweit abgebildet. Unsere liebe Frau Lydia ist leider verstorben. Und ja, nach wie vor steht der Krieg vor uns. Lasst uns beginnen. Zunächst einmal denke ich, er wird hier mit 41 sicher nicht allein bleiben wollen. Die Frage ist nur, welche Partie für ihn in Frage käme. Nach Relevanz wäre hier eine russische Dame. Zebra. Zebava, die Gärtnerin. Eine 39-Jährige, das würde vom Alter her passen. Zügellos. Eine Ärztin? Ja, warum eigentlich nicht? Zufrieden, ungeduldig, fleißig. Landlos. Was würde das denn für uns bedeuten? Der Archon Marku würde auf jeden Fall Prestige verlieren. Was ist denn, wenn wir einen Filter setzen? Prestigezuwachs. Wir können momentan keinen Prestigezuwachs erreichen. Keine Bündnismöglichkeiten. Wir können auch Unfrucht. Ah, wir haben noch den Altersunterschied drin. Würde er sich eine 21-Jährige nehmen? Die Alfhildr. Keine allzu talentierte Frau. Empathiker, unverheiratet. Befindet sich in Augsburg. Geduldig, mitfühlend und arrogant. Okay. Sie ist ein Konkubinenkind und sie ist ein Zwilling. Und ein knausriger Buchhalter. Naja, Buchhaltung wäre ja durchaus etwas, was uns helfen würde. Da käme allerdings auch die Vokia hier in Frage. Allerdings hätten wir hier einen Anspruch von Helgum. Wo ist das denn? Anspruch auf Helgum. Das ist hier oben in Skandinavien irgendwo. Naja, das hilft uns hier gar nichts. Was würde er machen? Ich glaube, einfach aus machtpolitischen Bewegungen. Naja, da gewinnt er auch nichts. Wäre denn hier in dieser Konstellation überhaupt ein Machtgewinn möglich? Wir könnten hier eine walachische Fluarena nehmen. Nein, ich glaube, das wäre nicht in seinem Sinne. Wir nehmen hier die junge Dame. Vorschlag abschicken. So, unser Herr ist nach wie vor auf dem Schiffen. Und ja, sie sagt natürlich zu. Bei ihr würde ich allerdings sagen, kriegen wir sie denn bekehrt? Nein, wir bekämen sie nicht bekehrt, weil sie eine negative Meinung von uns hat. Vielleicht sollten wir sie ja...
Könnten wir sie denn unterrichten lassen? Ja, sie könnte unseren Sohn theoretisch unterrichten. Warum eigentlich nicht? Oder den Enkel von uns. Oder die Tochter. Die Tochter passt, glaube ich, am besten. Ja. Wir machen das. Unser Herr ist hier angekommen. Der Besuch. Ich reise gerade durch Porto Torres, wo mein Ratsspitzel Coadore Saraginu residiert, als ich eingeladen werde, seine Residenz zu besuchen. Als ich dort ankomme, empfängt er mich mit finsterer Miene und einer Führung. Am meisten fällt mir dabei auf, wie viele halbfertige Projekte es hier gibt. Bleiben wir eine Weile? Oder, na doch, ich glaube, wir sind ja, ja, wir sind ein gerechter, bescheidener und geduldiger Mensch. Ja, wir werden eine Weile abwarten. Der Besuch, eine Bibliothek, in der die Bücher in den Ecken gestapelt sind, unfertige Bauvorhaben, wohin das Auge sieht. Wie der gesamte Speisesaal und eine Truhe voller Gold, die einfach mitten in einem Gang steht. Die Residenz von Coadore Saraginu ist ein einziges Chaos. Was machen wir denn? Naja, ich glaube, bei unserer Bildung, da können wir uns nur um die Bücher kümmern. Alles andere wäre, glaube ich, für einen gebildeten Mann nicht würdig, der Besuch. Gebundene Bücher, lose Dokumente, verzierte Rücken. Nach umfangreichen Sortierarbeiten herrscht nun zumindest ansatzweise Ordnung im Chaos der Bibliothek von Coadore Saraginu. Es sieht gut aus, aber es gibt noch andere Bereiche, in denen ich unterstützen könnte. Doch der Speisesaal oder die Truhe voller Gold. Naja, also das wird er als geduldiger Mensch, glaube ich, nicht sagen. Rein spielmechanisch dürften wir hier die höheren Aussichten haben. Der Speisesaal von Coadore Saraginu brauchte nur ein wenig Hingabe. Bald schon wird er fertig sein. Es sieht gut aus, aber es gibt noch andere Bereiche, in denen ich ihn unterstützen könnte. Hilft er ihm noch? Naja, gut, die Chance ist hoch. Und ich glaube, ja, das wollen wir probieren. Als ich erkläre, wie riskant es ist, seine Truhe voller Gold offen herumstehen zu lassen, weitet sich die Augen von Coadore Saraginu immer mehr. Natürlich sollte sie nicht hier draußen stehen, ihr habt recht, danke Archon Marku. Ich habe nach Kräften versucht, ihm zu helfen. Jetzt ist es aber Zeit fürs Bett. Coadore Saraginu steht am Eingang, um mich zu verabschieden. Als ich näher komme, höre ich, wie er mit sich selbst redet. Es ist großartig, die Residenz wie neu. Nach einer kurzen Verabschiedung befinde ich mich schon bald wieder auf dem Weg nach Hause. Freut mich, dass ich helfen konnte und wir gewinnen 20 Meinungen bei ihm. So, die Schlacht geht gut voran und wir können einen neuen Bildungslebenswandel. Oh, und ein neues Kind. Meine Schwiegertochter Yra hat ein Kind zur Welt gebracht. Da es Teil der Castro Blanco-Dynastie ist, sollten wir es mit einem guten Namen segnen. Ein Junge. Sollen wir Marku übernehmen oder hättet ihr eine andere Idee? Ich finde eigentlich Marku ganz schön.
Antonius. Gut. Es kommt der Vorschlag Antonius. Wir übernehmen Antonius. Sehr gut. So, die Schlacht tobt hier. Das sind andere Armeen. Die brauchen uns nicht stören. 46 der Kriegsstand. Wir schauen mal, wie weit wir noch kommen. Oh, und wir haben eine Gefangene genommen, die Emira Zara. Die werden wir mit Sicherheit noch gut zu Geld machen können. Wir haben den Curadore weiter beeinflusst, sind jetzt bei plus 1. Ja, ich denke, eine Runde machen wir noch. Ja, hier herrscht nun der Hunger vor. Befehlshaber verbessert, Bobore. Oh, und mir fällt eine Sache ein, liebe Leute. Unser Kriegsvolk müssen wir natürlich konfigurieren. Nicht das Kriegsvolk. Ihr wisst, was ich meine. Unsere kämpfenden Höflinge. Wo finde ich das denn? War das hier? Nein, das sind die Söldner. War das hier? Hof. Na, wenn ich es denn finde. Eure Armeen. Wo sind denn die Champions? Ach, hier. So. Den Ratsmarschall. Ja, der ist hier eigentlich unentbehrlich mit seinen 23. Den müssen wir kämpfen lassen. Er ist nicht besonders gut gewesen. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist unseren Sohn und Spielerben den Kampf zu verbieten. Champion, Champion, Ratskanzler. Wie gut ist er denn als Ratskanzler? Er ist relativ gut. Ihm würde ich dann entsprechend das auch verbieten. Er ist momentan ohnehin nicht dabei. Aber ich glaube, wir sollten das tun. So, sehr gut. Die Belagerung geht weiter. Stein aus Glas. Als ich mühsam versuche, die winzigen Buchstaben auf der Schriftrolle vor mir zu entziffern, spüre ich einmal mehr den pochenden Schmerz in meinem Kopf. Warum verwenden die Schreiber nur immer so kleine Symbole? Ich kneife meine Augen zusammen und versuche es erneut. Nichts weniger als ein Wunder. Mithilfe eines Steins aus Glas können sogar alte Männer, deren Augenlicht nachlässt, ohne Mühe lesen. Ja, also ganz ehrlich, dass so ein gebildeter Mensch, wie wir sind, das werden wir mit Sicherheit hier annehmen. Turnierprobleme. Als Archon ist es meine Pflicht, an einem lokalen Turnier teilzunehmen. Doch die anderen Teilnehmer verspäten sich. Das Turnier wird frühestens in einer Stunde beginnen. Mein Ratsspitze Curadore Saraginu ist hier und wie immer unausselig. Sein ständiges Genörgle vermiest seinem Umfeld die Laune noch mehr als sonst. In der Zwischenzeit sitzt meine Konkubine Euphemia im Pavillon eindeutig zum Tode gelangweilt. Nein, in die Pferdetränke schubsen wir sie nicht. Aber ich denke, wir verbringen ein wenig Zeit mit unserer Konkubine, oder? Ja, wir sind ja geduldig. Warum nicht? Ein Befehlshaber verbessert, das hatten wir gerade schon gesehen. Sehr gut. An den abstoßenden Archon Marku, viel zu lange unterliegen wir schon euren unterdrückerischen Gesetzen, das ist vorbei. Wir haben euch genug Steuern bezahlt, sobald eure Schatzkammern und eure Vorratskammern leer sind, werdet ihr euch noch wünschen, uns gerechter behandelt zu haben. Ja, das werden wir bekämpfen.
Jetzt müssen wir allerdings aufpassen, weil unsere Truppen hier drüben stehen. Das sind 372. Ich würde hier einen Teil der Armee abspalten. Wir lassen die guten Kämpfer hier. Wir nehmen Aufgebote mit. Und ja, vielleicht einen Champion auf jeden Fall noch. Und noch ein Aufgebot. Ja, ich denke, damit kommen wir aus. Und fahren erstmal hier rüber. Das sollte auch nicht allzu teuer sein. So, und die anderen hier. Ne? Ihr belagert hier drüben weiter. An den wunderbaren Archon Maku. Eure Augen sind wie das funkelnde Meer. Mein Herz sehnt sich danach zu spüren, wie eure Lippen die meine berühren, damit ich endlich erfahre, wie warm eure Umarmung ist. Bitte seid der Odysseus für meine Penelope. Diese Zeilen sind nur ein schwacher Ausdruck meiner Gefühle für euch. Ich werde alles tun, um meine ergebene Zuneigung zu beweisen. Wer bist du denn? Ein Höfling von uns. Hat sie irgendwas zu melden? Ach, das ist die Tochter unseres Sohnes. Und die will sich jetzt hier an uns heranmachen? Nee. Das machen wir auf keinen Fall. Unseren eigenen Sohn werden wir mit Sicherheit nicht betrügen. Die Geheimnisse der Natur. Meine Konkubine Euphemia ist erfahren in der Kräuterheilkunde und weiß viel über heilende und schädliche Pflanzen. Mehrmals hat sie mir schon angeboten, ihr Wissen mit mir zu teilen. Ja, das nehmen wir doch an als Hexer. Da bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Euphemia und ich sitzen erneut spätabends beisammen. Wir kategorisieren Pflanzen und brauen Tränke. Ich blättere durch eines ihrer abgegriffenen Bücher, als ich ein höchst interessantes Rezept entdecke. Ich wusste gar nicht, welche Macht einfache Kräuter innewohnen kann. Ja, definitiv. Da bleiben wir weiter dran. Die Geheimnisse der Natur. Hierüber möchte ich etwas lernen, sage ich zur Euphemia, als ich das Buch reiche, könnt ihr es mir beibringen? Sie mustert mich lange und intensiv. Seid ihr wirklich bereit, Maku? Werdet ihr euer Leben der gehörnte Gott weihen? Als Gegenleistung für ihren Segen? Na gut. Es gibt nichts, was ich sehnlicher wünsche. Befehlshaber befördert, mein Ratsmarschall Torbenu hat mir stolz einen neuen Rekruten präsentiert. Er mag nicht von so edlem Geblüt sein wie ihr, mein Lehnsherr. Aber bei meiner Treue, ich schwöre, Azuku ist jemand, den ihr an eurer Seite haben wollt. Wer ist denn dieser Azuku? Ich hoffe, den Namen spreche ich richtig raus. Er ist auf jeden Fall ein fähiger Kämpfer. Ich glaube, wir wollen ihn am Hofe haben. Sehr schön. Alura wird belagert. So, haben wir hier noch den Malus? Oh, wir haben hier keinen Befehlshaber. Ja, flexibler Anführer. Warum eigentlich nicht? Und ja, ich glaube, haben wir noch den Malus? Ich sehe keinen mehr. Wir gehen in die Schlacht. Und gewinnen hier natürlich haushoch. Und damit ist dieser Aufstand hier vorbei. So.
Was macht hier drüben unsere... Ach, das ist gar keine Belagerung. Da haben wir Zeit verschwendet. Den Aufstand hier, den können wir nun allerdings... Wir haben ihn inhaftiert. So, nach den Kerkern kümmern wir uns in der nächsten Folge. Das Kind sollte nicht sein, eine Frühgeburt. Meine Gemahlin Archonessa Alfhildr versucht mir zwar, dass dies angeblich zum Leben dazugehört, aber dennoch verweilt ihre Hand auf ihrem Bauch. Traurig. Korrekterweise weist mich mein Chat darauf hin, dass immer noch ein Arzt fehlt. Und ja, wen könnten wir denn hier nehmen? Ein Arzt. Nein, ich würde erstmal am eigenen Hofe suchen. Könnten wir nicht unsere Frau als Hofärztin einsetzen? Sie ist doch, glaube ich, eine... Nee, wer war denn das? Wir hatten doch eine Ärztin angestellt oder an den Hof geholt. Wir suchen mal nach Arzt. Nein. War es ein angesehener Arzt? Nein. Ein Jungarzt? Nein. Mir war so, als hätten wir einen Arzt an den Hof geholt. Die Kräuterfrau. Wir sind, glaube ich, momentan mit großem Abstand die Person. Hexe? Sind auch nur wir. Frau und Freund. Naja gut, sie hat zumindest eine hohe Bildung. Dann setzen wir sie ein. Geht das überhaupt? Ja. Also unsere Frau darf nun den Hofarzt machen. Und diese Armee kann ich, glaube ich, auflösen. Das bringt uns auch wieder etwas mehr Gold. So, und hier geht's nun an die letzte Belagerung. Und ob wir diese Belagerung beginnen, das erfahrt ihr dann natürlich in der nächsten Folge. Ich freue mich schon, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin, euer von Blankenburg.